Ja, Louis, Napf von Wolle Schiebling. Ja, ich wollte heute eigentlich kein Video machen, habe dann aber gedacht, doch. Heute wird es das 120. Video. Eigentlich ist das unfair, weil also wir haben schon jede Menge andere Videos, die auf Halde liegen. Aber ich ziehe das jetzt vor aus aktuellem Anlass. Und zwar mache ich ein Unboxing. Ja, worum geht's? Es geht um ein Gaming-Headset. Wie ihr mitgekriegt habt, hatten wir beim Stream in der letzten Zeit immer ziemliche Tonprobleme. Ja, das ist zum einen einer Tatsache geschuldet, die ich echt nicht wusste, nach 1000 Jahren Computer, dass Windows eigentlich nur ein Ausgabemedium zulässt. Ich habe halt nicht mehr gebraucht bis jetzt. Also direkt ansteuern kann man eigentlich nur eins: Lautsprecher, Kopfhörer, man muss immer umschalten. Voice Meter oder andere Software, das geht, aber es ist immer ein Kompromiss, es ist immer Fuckelei. Teilweise, wir haben hier sehr, sehr komische Phänomene, dass man, wenn man der Ton läuft und eigentlich alles wird angepegelt, hier gepegelt und man sieht, dass eigentlich alle Signale da sind. Und es kommt aber nichts aus den Lautsprechern. Ja, und durch einen Zufall bin ich mal darauf gekommen, wenn man einfach in den Windows-Systemeinstellungen auf Mono stellt, knackt das einmal und nach 5 Sekunden kommt der Ton. Beim nächsten Start von dem Rechner schaltet man dann, wenn es wieder nicht geht, einfach Mono wieder aus und es knackt und es geht wieder. Was ist das für ein Mist? Also, da kann man nicht vernünftig mitarbeiten. Ja, egal. Wir hatten dann das Problem, dass wir gesagt haben, okay, beim Stream, dann soll wenigstens WLAN vernünftigen Ton haben beim Zocken. Ist natürlich dann Merlin, wenn der mal hier ist, dann geht er über sein Notebook und auch über Kopfhörer. Und ich habe halt in die Röhre geguckt. Und es hat mich jetzt die ganze Zeit genervt. Und ich habe echt viel ausprobiert. Und ja, deswegen hatten wir auch eigentlich jedes Mal Tonprobleme, wenn wir gestreamt haben auf Twitch. Und nun habe ich das. Also, wir haben dann angefangen eigentlich mit einem G733 Kopfhörer von Logitech. Ihr habt ja schon mitgekriegt, also das Video habe ich glaube ich auch noch nicht hochgeladen, dass wir alle Logitech-Cams verbannt haben, weil die nur Ärger gemacht haben hier bei uns. Und ja, das hat dann zur Folge gehabt, der Kopfhörer, der war eigentlich so eine Sache, ein Kauf wegen Optik. Kennt ja die Mädels. Er hat Ela super gut gefallen und der hat schön bunt geblinkt und hat eine coole Farbe gehabt. War dann auch deswegen nur wegen der Farbe, ich glaube, 50 € teurer als Schwarz oder so andere neutrale Farben. Und oder dunkelblau und wir hatten so ein komisches Hellblau. Und ja, das Problem war dann, dass dieser Kopfhörer halt auch nur Ärger gemacht hat und der wurde dann auch nicht erkannt unter Windows. Dann mal lief er an der Konsole, an der Spielkonsole, an der Switch oder so, lief er einwandfrei, das muss man sagen. Hat da keine Schwierigkeiten gemacht, unter Windows gab es immer Ärger. Ja, das war dann, hatte zur Folge, dass das Ding zurückgegangen ist. Also, was heißt zurückgegangen? Das steht jetzt für kleines Geld auf eBay im Moment. Ja, dann haben wir, ich glaube übrigens mit fast 100 € Verlust, dann haben wir andere Kopfhörer ausprobiert. Und zwar haben wir uns beratschlagen lassen und einige Leute von unserer Herde haben uns verschiedene Modelle empfohlen und wir haben dann gesagt, okay, das gucken wir mal nach und preislich, was geht, was können wir uns leisten und was machen wir und haben uns dann dazu entschlossen, zwei JBL, ich glaube 610 oder so, keine Ahnung, zu ordern. Ja, die Dinger sind angekommen. Die hatten, waren über Bluetooth. Ich glaube, über Bluetooth ging das. Oder war es hier WLAN? Ich weiß es nicht mehr genau. Kann auch WLAN gewesen sein. Auf jeden Fall, oder die konnten sogar beides. Nur das Problem an den ganzen Geschichten war dann, der Kopfhörer hat mir gut gefallen, optisch. Der war super. Der war schick. Der war leicht.
Also relativ leicht. Der war ganz gut verarbeitet und wie gesagt, kein hässliches Ding. Hatte ein bisschen JBL-Bling-Bling seitlich an den Ohren. Und ich habe auch ein Video gemacht davon, aber irgendwie ist das in dem ganzen Wust untergegangen. Ich habe keinen Bock, das aus 500 Videos rauszusuchen, da aus den Resten und aus den ganzen Outtakes und. Irgendwie habe ich das mitkopiert und da war es weg. Ja, und dafür nur zu zeigen, dass es nicht funktioniert bei uns, habe ich gedacht, das ist es nicht wert. Ja, und dann war das Problem, dass der. Als ich ihn eingesteckt habe, das war auch über USB, den Stick eingesteckt, hat das Teil sich sofort eine Software installiert. Sehr professionelle Software, sah gut aus und hat dann gesagt, es benötigt ein Firmware-Update. Der Stick, der zugehörige, benötigt das Update. Und man soll ihn auf gar keinen Fall rausziehen, bla bla bla. Ja, dann habe ich ihm gesagt, okay, mach das Update. Hat ein bisschen rumgeknuspert, kam aber nichts. Immer 0%. Irgendwann habe ich gedacht, okay, Neustart, Risiko, gucken wir mal, was er macht. Neu gestartet, dann kriegte ich von Windows unten eine Nachricht, dass eine dringend eine neue Software installiert werden müsste, ein Update gemacht werden müsste und ich sollte in die Einstellung der Software von JBL gehen und das dann machen. Ich bin wieder da reingegangen, habe das wieder versucht und wieder ist die Software, hat ein Update gestartet, 0%, es ging überhaupt nicht vorwärts. Nach einer halben Stunde habe ich abgebrochen und als ich den ganzen Kram weggeklickt habe, habe ich ganz kurz eine Fehlermeldung aufblitzen sehen, so eine Windows-Fehlermeldung. Irgendwas hat er nicht gefunden oder was auch immer. Jetzt ohne Mist, ich kaufe einen nagelneuen Kopfhörer, der hat jetzt relativ überschaubare, ich glaube 130 € gekostet pro Stück. Wir haben zwei davon gekauft, einen hatte ich noch versiegelt gelassen und ich kaufe die Nagel neu und das Erste, was das Ding sagt, ist, mach mal ein Software-Update, das ist ja heute gang und gäbe, aber dann funktioniert das nicht. Also das darf nicht sein. Auf jeden Fall habe ich nur deswegen, die Kopfhörer haben funktioniert sonst soweit, nur deswegen habe ich die abgestoßen und wieder zurückgeschickt, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock drauf, dass so ein Ding mich jeden Tag, wenn ich den Rechner hochfahre, mit einer Fehlermeldung nervt. Ja, dann waren die fertig damit, dann waren die weg. In der Zwischenzeit hat sich Ela die Razer, boah, Kitty Edition, was weiß ich, wie hießen die noch? Ach, ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall die Dinger mit den Öhrchen dran geholt. Ja. 230 € rosa, drei Sorten Ohren, die man anstecken konnte. Hasen, Bären, Schwein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber sahen ganz gut aus. Waren auch gut verarbeitet, so optisch. Und für 230 € waren die Kabel gebunden. Jetzt könnte man sagen, okay. Also ich habe das ja vorher gewusst. Also ich kaufe das ja nicht blind. Ich frage mich natürlich, warum es von Razer 70 € Kopfhörer gibt, die Bluetooth können. Warum sind die 230 € Dinger mit Kabel dann? Ist aber egal, weil ich eigentlich Kabel wollte. Ich habe Ela extra gesagt, sie sollte Kabel holen, weil wir es einstöpseln wollten und nicht auch noch ein Bluetooth-Problem haben wollten. Oder WLAN oder was auch immer, weißt du, wo die Dinger drauf rumfunken, 2,4 Gigahertz oder was. Ja. Und dann ist das Teil hier gewesen und wir haben ihn eingestöpselt und der hat auch einen ganz guten Klang gehabt. Hat allerdings einen Nachteil gehabt, das war ein geschlossenes System. Das heißt, du hast richtig Druck auf den Lauschern, das ist also schon nicht schlecht. Aber du hörst gar nichts hier vom Raum. Also, dass man kommuniziert dabei, während wir hier sitzen und labern, dass sie irgendwas mitgekriegt hätte, war überhaupt nicht möglich. Und wenn man dann über OBS oder so Monitoring anmacht, dann hat sie halt Lagging drin, dann hört sie halt alles verzögert. Ja, das wäre alles noch gegangen, aber dann gab es einen Riesen. Wir haben den schon ein paar Tage in Benutzung gehabt, also Ela hat den getestet. Ich meine, ein Großteil der Kosten sind dann gewesen, zum Beispiel, Sekunde. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Musste gerade mal in mein Eis reinholen. Da hat mir jemand Eis mitgebracht. Das kann ich ja nicht da stehen lassen.
Ja, auf jeden Fall haben die Razers dann eine Software ebenfalls dabei gehabt. Die war auch nicht so schlecht. Also, was heißt, im Internet habe ich viel Negatives gelesen. Mich hat es jetzt nicht so sehr genervt. Könnte umfangreicher sein, war es aber nicht so. War für Kameras und allen drum und dran gleich mit. Und ja, unter anderem steuert man das, wie die Öhrchen blinken, um. Braucht man das? Richtig schlecht fand ich, dass ich irgendeinen Produkttest gelesen habe und da haben sie gesagt, das Ding kann, wenn man den mitnimmt, wenn man zum Beispiel auf eine Messe geht oder so, so eine Games Convention oder so, was auch immer für ein Kram, und dann kann man die Kopfhörer aufsetzen und mit Kabel an eine Powerbank anschließen und dann hat man zwar keinen Ton, aber man hat ein modisches Accessoire, das sieht dann, dass man die Öhrchen trägt unterwegs. Für 230 Euro. Ich weiß nicht. Ja, Ela hat, haben sie gut gefallen. Sie hat sie benutzt. Es war alles okay. Bis zu dem Tag, und zwar dem letzten Samstag, glaube ich, wo wir zocken wollten und wollten in den Stream gehen. Und als wir das getan haben, haben wir festgestellt, dass kein einziger Ton aus der Xbox rauskam. Und als wir dann geguckt haben, stand auf der Packung PS5, PC und noch irgendwas. Aber Xbox war nicht dabei und Switch war auch nicht dabei. Jetzt ohne Mist, wenn ein 20-Euro-Kopfhörer nicht alle Konsolen abdeckt, dann kann man sagen, es ist ärgerlich, aber ist okay. Aber für 230 Euro ist es eigentlich eine Frechheit. Jeder zweite, also eigentlich jeder andere Kopfhörer, den man raussucht, der läuft auf allen Systemen und das teure Ding nicht. Das hat ihn leider Gottes, Ela hat ihn sofort vom Kopf genommen. Deswegen haben wir den ganzen Stream versaut am Samstag. Der war komplett tonmäßig voll für die Katz, weil wir uns hier mit Lautsprechern und was nicht alles behelfen mussten und hatten ununterbrochen Echo und Schrott. Und sie hatte einfach überhaupt keinen Bock mehr auf die Dinger gehabt. Und die sind auch schon mittlerweile wieder zurückgegangen. Ja, und dann habe ich gesagt, wir werden jetzt was anderes versuchen. Das haben wir jetzt schon eigentlich angefangen. Und wir haben wieder neue Kopfhörer bestellt. Diesmal andere. Die liegen jetzt bei knapp 180 Euro pro Stück. Wir haben zwei die gleichen genommen, weil wir die witzig fanden und die sehr hübsch aussahen. Und wir sind jetzt auf analog auf Klinkenstecker gegangen. Das hat den Vorteil, dann können wir die über einen Y-Adapter einfach anschließen. Und wenn es ganz gut läuft, der Adapter ist noch nicht da, und ich habe zwar 1000 Stück davon, aber nicht wo, weiß der Teufel wo. Wenn es ganz gut läuft, merkt der Rechner nicht, also Windows nicht, dass da zwei Dinger dran hängen. Und dann können wir wenigstens über die Kopfhörer beide Ton hören. Ja, so ist der Plan. Mikrofon wird wahrscheinlich nicht gemeinschaftlich funktionieren und das werden wir dann aber auch testen. Aber es ist auch nicht wirklich nötig, weil ansonsten läuft es eigentlich halbwegs gescheit hier. Wir gucken. Aber packen wir erstmal die neuen aus. Da sind sie. EPOS Bla H9 Pro. H6 Pro. 9 ist es nur, wenn man von hier aus liest. Ja. Das sind Lautsprecher, also Kopfhörer, die ja, so eine Tochter von Sennheiser ist das irgendwie im Gaming-Markt. Und ja, die sahen ganz gut aus und das ist ein offenes System. Da hast du zwar nicht so einen Druck auf den Löffeln, aber der Vorteil ist, man kann sich noch irgendwie verständigen. Ich habe die schon aufgeschnitten und ja, die Rückseite unten oben Gelumpe, was steht hier? Ich muss leider Gottes aufgrund meines biblischen Alters einen Blick mit der Brille nehmen. Bla, umfassendes natürliches High Fidelity Audio, länglicher Mikrofonarm für präzise Stimmerfassung, akustisch optimiert für lange Gaming Sessions. Bla bla. Also da steht derselbe Kram drauf wie auf jedem Kopfhörer, den man kaufen kann.
Aber hier steht auch kompatibel mit PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Switch, Mac. So muss ein Kopfhörer sein. Allerdings ist das nicht USB, sondern Klinke. Und deswegen sollte es sowieso funktionieren. So. Angesaugt quasi. Alte Dingens hier. Eine Kiste. Hier drin sind ein Kabel und noch ein Kabel. Diese kleinen Plastikdeckel. Papiergelumpe und Gezumpe. Und das war's. Brauchen wir nicht. Tschüss. Und hier ist das Kopfhörerbaby. Ist nichts mehr drin. Da-da. So. Also. Gewicht. Interessant, dass es eigentlich eine Größe wäre. Racing Green ist die Farbe. Kabellänge ist drauf. Nur das Gewicht nicht. Vielleicht hier. Nein, 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 nein. Wer hat's gemacht? Der Chinese eventuell? Ich gucke. Made in China. Ja, das ist nicht schwer. Ich glaube, das JBL war deutlich schwerer. So, ich finde, das sieht recht edel aus. Ein bisschen Gold, ein bisschen Grün. Dieser beweglich. Plastik, fantastik überall. Hier federt's. So. Hier ist der Lautstärkeregler. Kann man die Fläche hier drehen komplett. Hier ist das Mikrofon. Es wird eingeschaltet, indem man es da unten dreht. Und das ist magnetisch, das ist nur drauf geschnappert. Und wenn man jetzt ohne Mikrofon das macht, sind diese geilen Plastikkappen dabei, die man einfach da reindrückt und dann hat man das ohne Mikrofon. Das wird wahrscheinlich die Lösung sein, die wir benutzen. Das kann ich aber noch nicht sagen. Was ist das hier für ein Mist mit der Tüte? Wir müssen hier leider Gottes, weil ich keinen Bock habe, hier einen Affen zu machen mit dem Ding, müssen wir leider Gottes Gewalt anwenden. Ja, gut. Ist das magnetisch? Ja. Dann hat man die Kappe da drauf, da wo die Löcher sind von dem Mikrofon normalerweise. Ich habe es jetzt nicht eingeschnappt. Warum sind zwei dabei? Trotzdem ganz witzig. Das Mikrofon. Das sieht ganz gut aus. Hier ist es flexibel. Hat man hier so alten Löcher. Wo ist vorne? Boah, das ist schon fest, oder? Ja, dann kann man es drehen. Und hier unten ist der Kabelanschluss. Ja, jetzt haben wir zwei Strippen dabei. Einmal ein Doppelkabel, Mikrofon und Kopfhörer. Und einmal nur für die Kopfhörer, wenn man das Mikrofon wegmacht. Strippe ist
lang. Und das Witzige ist daran, das ist hier so stoffummanteltes Zeug, aber relativ schwer. Das heißt, die spannt sich hier nicht kreuz und quer rum wie diese Gummikabel, sondern das liegt immer schön unten, so wie es sein soll. Hier ist ein Windstecker dran. Da steht hier irgendwo, was für ein Format das ist. Entschuldigung, wenn euch das Hirn rausgeflogen ist von diesem Mist hier. Nein, steht auch nicht drauf. Also sehr mager, was die Informationen angeht. Wirklich mager. Also, ja. Und ist das hier? Sekunde, ich muss mal schauen. Ach so, der Unterschied ist, nein, nein, das ist gar nicht nur für den Kopfhörer, das ist für die Konsole. Hier ist das Mikrofon mit in den Dreier Klinke. Kann man das sehen? Ist das mit drin? Der Kontakt im Vergleich zu hier, wo nur Stereo immer ist. Beziehungsweise hier. Seht ihr? Das Ding ist hier mehrfach belegt. Das hat hier mehrere Kontakte. Da ist das Mikrofon mit drin in einer Strippe. So, das ist ja gut. Und dieser hier, der kleine, kommt in den Kopfhörer rein. Und zwar in dieses Loch hier. Und dann hat man hier so eine Verdickung und dann kann man richtig tief da reinflocken. Also, da ist eine Linie, eine Markierung dran, bis dahin muss er weg sein. Und ja. Also, ich will das mit Brille, ist das kein Problem. Ach so, ja, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier könnt ihr die verstellen. Da ist eine Skala drauf, da kann man sehen, wo man steht, was man braucht. Ich sag mal 4 für meinen Eierschädel. Hier auch. Und dann gucken. Perfekt. Ich hatte vorher mal auf 3. Ja. Das Ding mal entfludern. Also, ich finde die schick. Wir haben also festgestellt, Ela benutzt ihre schon da, dass die einen guten Klang haben. Die sind jetzt nicht mega laut. Also ich habe schon lautere gesehen. Ich fand auch, dass die JBL mehr Druck hatten als die hier. Aber das ist ja relativ ausgewogen und es schlägt einem nicht so auf die Ohren. Dadurch, dass es ein offenes System ist, hat man auch nicht dieses, als wenn man jedes Mal einen flachen Schlag aufs Ohr kriegt, aufs Trommelfell. Oben der Bügel ist schön gepolstert. Also die werden, auch wenn man länger die auf dem Schädel hat, werden die nicht schwer oder drücken oder so. Das ist alles hier auch so ein Schaum drin. Memory-Schaum oder was. Angeblich zwei Wege. Aber ja, was sie taugen, auf Dauer wird man sehen, wenn sie hier mal ein paar Wochen im harten Einsatz sind. Und zufällig interessant, dass die. Ich hole mal hier mal. Das sieht auch schon wieder so aus. Interessant, die Farbe scheint wohl gerade Mode zu sein, denn das ist genau die gleiche Farbe wie mein Huawei Notebook. Ja, und ja, wir werden es mal angucken. Und dann werden wir erst mal probieren, wie das mit dem Y-Adapter funktioniert. Und insgesamt gesehen machen sie von den gesamten, die wir bis jetzt hatten, waren ja jetzt schon ein paar, den besten Eindruck. Ja. Wollte euch die mal zeigen. Ihr werdet ja im Stream oder so hören in Zukunft, wie die sich schlagen, wenn ich die da vor die Wand schmeiße oder so, also wenn ich einen Hass kriege, wenn es wieder nicht funktioniert. Aber ich, ja, im Moment bin ich noch ganz guter Dinge. Ja, wenn ihr wollt, lasst ein Like da. Wenn ihr Bock habt, ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.